Hallo und willkommen zurück zu Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Ich spiele jetzt Task Force Hippokrates. Die Berichte von Angriffen der Klingonen und Gorn entlang der Grenze zum Föderationsraum häufen sich. Die Sternenflotte hat eine Task Force ins Leben gerufen, die dieses Gebiet patrouilliert. Setzen Sie Kurs auf die Ihnen zugewiesenen Koordinaten im Sarantin-System und nehmen Sie Ihre Patrouille auf. Beim Empfang eines Notsignals sind Sie dazu autorisiert, alles zu tun, was nötig ist, um zu helfen. Okay. Ich habe mir die Mühe gemacht und bin schon mal ins Sarantin-System gereist. Und dort beginne ich jetzt. Dann bin ich gespannt, welches Abenteuer heute auf mich wartet. Bei Task Force. An alle Föderationsschiffe in Reichweite. Dies ist die USS Boyce. Wir werden von Gorn-Kampfschiffen beschossen und wir brauchen Hilfe von allen in Reichweite befindlichen Schiffen. Ich wiederhole, wir werden von den Gorn angegriffen und brauchen Hilfe. Das geht gar nicht. Da machen wir uns sofort auf den Weg. Um die USS Boyce zu unterstützen. Bitte greife diese Fregatte an. Hallo! Warum treffe ich die nicht? Jetzt! Hoffe ich, dass wir die USS Boyce erreichen können. Danke für die Unterstützung. Wir haben die Lieferungen unterbrochen, um diese Notstromaggregate aufzustellen. Aber jetzt brauchen wir Ihre Hilfe, um sie zu aktivieren. Okay. Unsere Hauptenergiekopplung auf Steuerbord ist zerstört und unsere Navigationssysteme und unser Warpkern sind beschädigt. Wenn Sie die Energie der Emitter zu uns umleiten, könnten wir sie für unsere Schilde nutzen, während wir die Reparaturen durchführen. Wir sollten kein Problem haben, nah genug an die Emitter zu kommen, um sie auf Übertragung zu stellen. So. Da ist der nächste feindliche Kreuzer. Das ist dann übrigens auch der Tachyonstrahl der Tivrel. Ich benutze ihn, ich wusste nur nicht, dass dieses Icon ist hier. Mein linkes Schild sah schon mal besser aus. Gegenstände nehmen und Kollektor aktivieren. So, einen von drei Kollektoren haben wir wieder aktiv gemacht. Auf zum nächsten. Oh, ich fliege hier erstmal gegen die Planeten. Das ist natürlich, nicht so schön, ne? Den zweiten Kollektor. Aktiv. Und bevor ich den dritten aktiviere, kümmere ich mich erstmal um diesen feindlichen Kreuzer.
Komm. Widerstandszwecklos. USS Flushy Flauschy. Hatte ich in der Gewalt. Wunderbar. Dann machen wir mal den dritten Sonnenkollektor aktiv. Das haben wir geschafft. Die Boys ruft uns, Captain. Okay. Konstante Energieniveaus, Leutnant Commander. Von hier aus schaffen wir es. Danke für die Hilfe. Hoffentlich können wir die medizinischen Güter noch ohne große Verspätung ausliefern. Viel Glück, Boys. Flushy Flauschy. Ende. So. Eingehende Nachricht von der Sternflotte, Sir. Ein medizinisches Schiff der Vulkanier, die T-Pau, bittet um Hilfe. Wir sind am nächsten dran. Ich habe einen Kurs auf die Koordinaten der T-Pau gesetzt. Auf ihren Befehl können wir los. Okay, dann warpen wir mal zur T-Pau. Wir rufen die T-Pau, Sir. Kanal geöffnet. Ich bin Sala, Captain des medizinischen Schiffs der Vulkanier T-Pau. Es gibt einen Ausbruch des Tarkanian-Syndroms auf dem Planeten. Die Medikamente, die wir transportieren, müssen sofort ausgeliefert werden. Bitte begleiten Sie uns zum Planeten und beschützen uns vor den feindlichen Schiffen. Das werden wir gerne machen. Ich gebe mir allergrößte Mühe dabei. Da ist der erste feindliche Kreuzer. Das Schild wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. Schön. Gebe auf. Ich scanne hier jetzt erstmal gar nichts. Ich wende. Eigentlich ist das auch ein bisschen doof von mir gewesen. Naja. Ah, da wird die T-Pau auch schon wieder angegriffen. Ah, ich bin ja jetzt da. Flushy Flauschy. On the way. Ich habe so einen unwahrscheinlich hohen Wendekreis noch. So. Die erste Fregatte ist erledigt. Erledigt. Die allerletzte fehlt noch. Ah, da kommen bestimmt noch ein paar. Ah! Da sind sie schon. Ich bleib jetzt erstmal hier stehen. Volle Energie auf mein vorderes Schild, bitte. Danke.
Kakao. Darf ich ja auch nicht aus dem Auge verlieren. Nee. Captain, die T-Power ruft uns. Leutnant Commander, auf der Planetenüberfläche wird geschossen. Mein Schiff befindet sich auf einer friedlichen Mission. Wir sind nicht ausgerüstet, um auf bewaffneten Widerstand zu reagieren. Können Sie das Gebiet sichern, damit unsere Heiler sicher auf die Planetenüberfläche gelangen? Sofort herunterbeamen. Mit allen zur Verfügung stehenden Kräften. Und dazu gehört auch die kleine Fluffy. Fluschi Flauschi. Ich erfasse mehrere Gorn und Klingonen zwischen hier und der medizinischen Einrichtung. Wir müssen sie besiegen, bevor das medizinische Team der Vulkanier transportieren kann. Das örtliche Sicherheitspersonal ist dafür nicht ausgestattet. Ich erfasse außerdem verschiedene Lebenszeichen im Komplex. Scheinbar sind einige Patienten ins Kreuzfeuer geraten. Halten Sie Ihr Feuer in Schacht. Wir wollen keine Patienten riskieren. Sehr gut. So. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns hier erstmal um. Und hier werden wir wahrscheinlich durch müssen, ne? Ah, da haben wir schon die ersten Ranger. Schön. Da waren die ersten Ranger. Wir sprechen hier mal mit dem. Sternenflotte? Gott sei Dank, wir werden überrannt. Klingonen und Gorn durchwühlen alles. Schön, Sie hier zu sehen. Diese Klingonen und Gorn machen uns platt. Bleiben Sie hier und verhalten Sie sich ruhig. Wir kümmern uns um die Klingonen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Okay, dann hat sich das erledigt. Was habe ich denn hier gefunden? Ein Tribble. So. Anfrage eingeben. Krankenhausdienste. Dieses Forschungskrankenhaus versorgt alle medizinischen Bedürfnisse der Zarantine-Kolonie. Notdienste, normale Patientendienste und besondere medizinische Versorgung sind verfügbar. Spezialdienste. Dieses Krankenhaus enthält medizinische Forschungen der Föderation und geschützte Therapiemaßnahmen. Unsere medizinischen Teams haben eine neue Behandlungsmethode gegen Strahlungsvergiftung, Gendefekte und Taggerkontakte entwickelt, wie beispielsweise Genresequenzierung, Viraltherapien und Xenotransplantationen. Okay. Forschung über genetische Resequenzierung, aber das ist in der Föderation verboten. Zarantine ist keine Koloniewelt der Föderation. Dies könnte es sein, wonach die Klingonen und Gorn suchen. Okay, dann werde ich mal weitergehen. Kommt mal schön alle mit, Schlucky, du auch. Denk dran. Ah, da sind erstmal wieder die nächsten. Okay. Das muss ich mir merken hier mit dem diese Plasmagranate. Ah, sehr schön, Schlucky. Du hast ja auch was gemacht. Gegenstände nehmen. So, das ist die gleiche Konsole wie die, wo wir gerade schon waren. Leuchtet da doch noch was? Nein. Hier werden wir, denke ich, durch müssen. Oh Gott, was kommt jetzt? Wo sind die Requesenzviren? Ich weiß nicht. Ich bin nur ein Patient. Ich weiß es nicht. Ah, Leutnant Commander. Sie sind früh dran. Fluffy ist immer pünktlich. Ich komme immer genau zur richtigen Zeit. Mit mir macht ihr das nicht. Hier kann ich noch was aufnehmen. Stimmen nehmen.
Grüß die kleine Flauschi, 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 komm raus. Du brauchst keine Angst haben. Bitte, sie müssen uns helfen. Was wollen die Gorn von ihnen? Er hat nach medizinischen Hilfsgütern und Tests gefragt. Das Resequenzvirus, die Zellwachstumskammern, alles. Ich weiß nichts über diese Dinge. Ich bin hier nur ein Patient. Resequenzierung und Klone. Scheinbar haben sie Materialien für genetische Augmentation gestohlen. Augmentation, Entschuldigung. Die Klingonen hatten nie viel Glück mit Augmentation. Das Augmentationsvirus war für sie im 22. und 23. Jahrhundert ein Debakel. Warum sollten sie es erneut versuchen? Die Klingonen öffnen keine verschlossenen Wunden, wenn diese zuvor ein Desaster waren. Weil es nicht für den Klingonen ist, es ist für die Gorn. Ah. Jetzt müssen wir den Hogok der Gorn zur Rede stellen. Wo ist die kleine Flushy-Flauschi da? Ah, jetzt habe ich sie wieder eingepackt. Das geht nicht. Da ist er auch schon. Feuer frei, Jungs und Mädels. Gebt euer Bestes. Und Flushy-Flauschi, bitte halte dich im Hintergrund, damit du hier nicht... Das ist auch erstmal wichtig. So. Captain Sealer herunterbeamen. Machen wir das. Da ist er. Jetzt sprechen wir mal mit ihm. Diese Einrichtung hat zwar einiges abbekommen, aber ich denke, dass meine Mannschaft diesen Flügel in 52,3 Minuten wieder funktionsfähig machen kann. Ihre entschlossenen Taten haben das Leben vieler Patienten gerettet, Leutnant Commander. Auch wenn das Krankenhaus gerettet ist, mache ich mir Sorgen über das, was die Gorn gestohlen haben könnten. Ich kenne die genauen Absichten der Angriffe nicht. Wenn die Gorn Hinweise hinterlassen haben, wird meine Crew sie bei den Reparaturen des Krankenhauses finden. Fragen Sie sie ruhig nach weiteren Informationen. Wir schätzen Ihre Unterstützung, aber die Situation ist unter Kontrolle. Sie dürfen gehen, wenn Sie möchten. Okay, danke, Captain. Das Gebiet ist gesichert, Leutnant Commander. Captain Salas Besatzung wird Ihnen einige Fragen beantworten können, wenn Sie möchten. Wir können zur Flushy-Flauschi zurückkehren, wenn Sie soweit sind. Okay. Ich gucke aber erstmal, ob ich wirklich soweit bin. Was hat denn der vulkanische Doktor hier noch zu erzählen? Leben Sie lang und in Frieden, Leutnant Commander. Wer hat die Behandlung für das Tarkanische Syndrom entwickelt? Ein Team der Sternflotte hat das Fabrini-Heilmittel für Xenopolycetamine, das von Botschafter Spock und Admiral Leonard McCoy im Jahr 2268 entdeckt wurde, als Grundlage für eine Behandlung verwendet. Xenopolycetämie und das Tarkanische Syndrom ähneln sich. Die Vulkanische Wissenschaftsakademie sucht nach einer Verbindung zwischen diesen beiden Krankheiten. Okay. Vielen Dank, Dr. Stolf. Was kann ich denn hier noch für die hier tun? Da kann man nichts mehr machen. Da wird sich drum gekümmert. Ich kann hier noch einmal scannen. Mal gucken, ob sich meine... ob sich das... Ja! Das wird immer besser mit mir. So, jetzt können wir das System verlassen. Okay, Tibel. So, jetzt rufen wir die Sternflotte, beziehungsweise rufe ich die Sternflotte.
Guck mal, was die mir zu sagen haben. Gute Arbeit, Leutnant Commander. Ich freue mich darauf, Ihren Bericht zu lesen. Es ist auf den ersten Blick erkennbar, dass die Klingonen etwas mit den genetischen Modifikationen zu tun haben. Und da sie nicht über die Ausrüstung verfügen, haben sie unsere gestohlen. Das verheißt nichts Gutes und ich glaube, es wird noch schlimmer kommen. Oh nein. Ja, das ist sehr übel, Admiral Quinn. Ich hoffe, wir werden da das alles noch ein bisschen weiter aufklären können. Und die nächste Mission, die wir morgen machen, heißt Scharmützel. Und da werden wir hoffentlich genaueres darüber erfahren, was da genau los ist mit den Klingonen und den Gorn. Ich freue mich auf euch. Macht euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns morgen. Lebt lang und in Frieden. Eure Fluffy. Tschüss.